Hallo meine Freunde, Zark wieder hier mit Let's Play. Das kann man untersuchen. In der Fall mit dem Hörner noch nicht spielen. Okay. Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Und innerhalb der Stadt kostenlos, glaube ich. Okay. Also brauchen wir kein Geld farmen. Was doof war in der einen Folge. Aber schauen wir mal. Das Wirbel! Wirbel! Ich muss trainieren, damit ich so stark werde wie Cypher. Du findest ihn auf dem Turnierplatz, aber glaub ja nicht, du könntest ihn schlagen. Okay. Ist vielleicht optional. Naja. Upp. Das ist noch zu, das kommt später. Ich glaube, ich muss hier rum. Zum Bahnhof. Einkaufspromenade. Ja, hier war Dings. Hier ist Olette. Was machst du hier? In seiner Kampf fragt man ihn zwei, drei Leute, hat er schon keine Lust mehr und lässt mich mit den Worten im Ring stehen. Ich soll mich um den Rest kümmern. Okay, er ist jedenfalls schon voraus zum Bahnhofsplatz gerannt. Okay, dann rennen wir doch auch einfach mal dahin. Vernichten diesen Wagen und haben seltsamerweise immer noch diesen Knüppel dabei. Aber die ganzen Intro-Sachen sind ein bisschen aufwendiger als im ersten Teil. Wobei im ersten Teil ja musste noch nicht so viel erklärt werden wie hier. Weil ich verstehe noch nicht ganz alles. Noch nicht ganz, aber... Moment, der Platz... Das ist der Ort. Jetzt weiß ich, wo wir hier sind. Die Stelle kenne ich auch aus diesem... Dingens. Aus dem Film quasi, der bei... ersten Final Mix dabei ist. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das Spiel heißt. Irgendwas mit Days. 358... und zwei Tage oder sowas. Keine Ahnung. Ach so, da ist eine Wand. Ich wunderte mich gerade schon, dass da jemand irgendwas hingeklebt hat. Sind die... Ich muss gerade mal gucken, sind das 3D-Modelle dahin? Oder ist das eine... Oder sind das einfach nur mehrere Bitmaps? Huh. Ich weiß nicht, sieht fast aus... Also entweder sind es mehrere Bitmaps, die übereinander gelegt sind, oder da hinten die Bäume sind tatsächlich 3D-Modelle. What the fuck? Okay. Hey du. Wirklich einfach kennen Gerüchte und sie. Was mach ich? Egal. Komm, gehen wir weiter. Wir sollen ja zum Rotlicht. Nee, zum Abendrotviertel, nicht zum Rotlichtviertel. Time has come. Our hunt for the seven wonders begins. Whoa. Find new rumors already? Nothing on Market Street. You twerps aren't gonna scoop us. We're going to the terrace with you. Hainer, it's not a race. Well, it is now. Come on, we can all go. Aren't these the steps you talked about? The ones that count different going up and down? Actually, it's the stupidest thing ever, but... What? Rai's the one who counted. He's like, every time I count, it's different, you know? So,
He just counted wrong? Hey, no worries. Okay. Eieiei. Er hat sich einfach nur verzählt. Auch nicht schlecht. Ich habe die Karte bekommen. Okay. Die muss ich jetzt abgrasen, oder was? Der Freund hinter der Mauer. Die Stimme aus dem Tunnel. Der Doppelgänger. Der lebende Sack. Okay. Das sind aber nicht 7. Ist okay. Schauen wir doch mal. Ja, da, da. Aber mit schöner Musik. Das muss ich dem Spiel ich leisten. Hi, du. Bin ich da irgendwo in der Nähe? Hm. Das Problem ist jetzt gerade... Ja, das war ja die. Ich habe keine große Map selbst, ne? Hm. Oder ich habe sie bisher noch nicht gefunden. Ach so. Ah. Sowas finde ich immer schön. Wupp. Halt. Eine Kiste. Ein Ability Ring. Dup. Dup. Yes. Kann ich meinen anderen Ability nur ausrüsten? Yes, sir. Dann kann ich das doch wieder reinmachen. Erstmal. Sehr gut. Ich will noch mal darüber. Ist hier irgendwas? Scheint nicht so. Nee. Darf ich jetzt hier nur Items finden? Nochmal kurz gucken. Was war da gesagt? Ich tippe mal, das ist jetzt hier. Der Freund hinter der Mauer. Oder die Stimme aus dem Tunnel. Eins von den beiden. Da kann man auf dieser Karte nicht viel erkennen. Eieiei. Die Wand wirkt seltsam. Was, Heiner? Huch. Au. Au. Unfair. Das ist viel. What the fuck? Okay. Au. Kamera, please. Au. Danke, dass der Knopf nicht reagiert. Au. Danke, Grabber, dafür. Es war kein Effekt. Au. Ist ja okay. Okay. Oh, du bist es nur, Roxas. Hast du gerade einen Ball geworfen? Der Ball kam eben aus dem Nichts angeflogen, bin ich erschrocken. Hey, jetzt weiß ich's. Das erklärt eines der 7 Wunder. Nun ja. Okay. Was war das denn jetzt für eins der 7 Wunder? Das war der Freund hinter der Mauer, okay. In Ordnung. Hast du irgendwas Interessantes zusammen? Es gibt eine Menge bzw. Plätze, die man untersuchen kann. Zum Beispiel die Sackgasse im Tunnel. Yay. Da kann man sich scheinbar nicht dran festhalten. Okay. Was ist das? In der Stadt sind durch mehrere Tunnel verbunden. Als Kind habe ich Angst gehabt,
Aber ich habe oft in ihn gespielt. Okay. Ich will mich hier noch ein bisschen umgucken. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas. Ist da unten drunter irgendwas? Nein. Okay. Oh, da ist aber eine Truhe. Eine Truhe. Mit einer High Potion sogar schon. Nice. Warte ich am roten Hügel. Der Sonne, das ist atemberaubend. Ich war. Das ist nicht so wichtig. Okay. Wenn es nicht wichtig ist, dann ist es nicht wichtig. Potion, nice. Finde ich gut. Kann man sich ein bisschen hier seine Vorräte wieder auffüllen. Wie läuft's? Sieht also verdächtig aus, da sehe ich mir umgesehen. Ha. Huh. Okay. Okay. So früh schon ein Schattendoppelgängerkampf oder was? Ich finde es auch schön, dass er automatisch abwehrt, wenn er. Also, dass er eine richtige Animation dazu hat. Dass er eine Abwehranimation hat. Nicht so wie Rock, nicht so wie Sora, der einfach nichts gemacht hat quasi. Einfach nur zurückgeflogen ist. Ah. Egal. Roxas. Was in Ordnung? Sehr seltsam. Ich dachte, ich hätte jemanden gesehen, aber es war nur mein Spiegelbild. Ich schätze, mehr steckt nicht hinter diesem einen der sieben Wunder. Okay. Noch ein Ich. Okay. Das erinnert mich irgendwie. Warum sind die hier wie Dominosteine gebaut? Egal, das wird's der Doppelgänger. Das war da. Ich stehe aus dem Tummel ein lebender Sack. Das ist nur eine Karte hier von dem Gebiet. Ach jo, jetzt verstehe ich das erst. Ach, doof. Das heißt, der Tunnel ist das Ding hier oben. Das heißt, ich muss hier rein? Nein, ich muss einfach nur wieder Dreieck drücken. Yay. Wie? Okay. What the fuck? Ich glaube, ich sehe doppelt. 6 Vivis. Moment. Nein. Besiege die Vivis. Wow. Okay. What? What the fuck? Komm her. Zwei erwischt. What the fuck? Wie viel ist das? Au! Oh je. Oh je, oh je. Oh je. Aber das mit dem Fang ist gar nicht so schlecht. Okay, das waren alle Vivis. The fuck? Was ist los, Roxas? Was machst du hier?
Oh, hättest du das gebraucht, Roxas? Willst du wohl heimlich ein wenig trainieren, hab ich recht? Nein, es ist nur, dass ich, da waren eben ganz viele Vivis. Hä, ganz viele Vivis? Kapier ich nicht. Wie auch immer, ich bin fertig hier, Roxas. Lass dir ruhig Zeit damit. Diese mysteriöse Stimme war also nur Vivi, der trainiert hat. Hör zu, da waren gerade eben eine ganze Menge Vivi-Klone hier und... Yo. Ist klar. Was machst du jetzt hier drin? Auch gut, dass man ihn dort nicht ansprechen kann. Ja, das ist gerade erst herkommen. Das ist ein Wasser. Okay. Aha. Okay, das war das mit dem Tunnel. Und fehlt jetzt hier nur noch der lebende Sack. Abendrotbahnhof, Abendrothügel. Okay. Dürfte ja da oben irgendwo sein. Kurz gucken. Habe ich irgendwo noch eine Kiste oder sowas übersehen? Das würde ich nämlich gerne nicht tun, weil dann würde ich Kisten übersehen. Das sieht alles sehr merkwürdig aus. Vor allem, dass hier nichts ist, wenn man mal weiter wegguckt. Aber naja. Details. Beziehungsweise wahrscheinlich... Es wird wahrscheinlich irgendwie erklärt sein. Keine Ahnung. Schau mal, ist hier unten irgendwo was? Nein. Möchte jetzt nicht unbedingt großartig viel verpassen. Aha, da ist noch eine Kiste. Potion. Okay. Runterspringen kann man wahrscheinlich nicht. Nö, warum auch? Springt runter und Roxas zermatscht einfach irgendwo. Naja. Ich hoffe mal, das war's jetzt hier. Ist jetzt nicht, ich bin ja schon da. Eventuell bis wohin fährt die Bahn? Oh, ich kann ja einfach hochspringen. Ich fährt bis hier hinten. Aber das bringt mir nichts. Okay. Dann gehen wir mal zu dem Hügel und gucken mal nach dem lebendigen Sack. Ich hoffe mal, ich habe jetzt hier alles. Schauen wir mal. Abendrothügel. Okay, und hier soll dann wahrscheinlich der lebendige Sack sein. Mein Hund läuft mir immer davon. Wo ist der jetzt nur wieder hin? Sieht komisch aus hier. Wer ist das? Komm her. War der schon ganz oben? Der Sonnenuntergang am Abendrothügel ist wunderschön. Okay, dann gucken wir uns den nochmal an. Dort liegt ein Sack. Okay. Ich haue durch die Materielosen. Beziehungsweise eigentlich ist mein Start da materielos, wenn er da durchhaut. Egal. Kann man da runter? Natürlich nicht. Und die Straße führt ins Nichts, wenn es denn eine Straße ist. Okay. Sieht aber echt schick aus. Auch wenn die Landschaft ein bisschen leer ist. Aber naja. Moment. Skulptur wurde als markanter Bahnhofsturm nachempfunden. Okay. Mehr ist das nicht. Schauen wir mal. Die Fug. Okay, sowas hätte ich schon rechnen können. Reite den Sack. Ach so. Ich muss rechtzeitig wieder Quicktime-Events machen. Hey. Drück mal eine Sekunde zu früh und schon gehe ich eigentlich Schaden durch. Hä? Ja, ich kriege Schaden dadurch.
Der Fug. Aha. What? Leck mich doch. Was zur Hölle? Was zum Teufel? Ich hab gedrückt. Er reagiert nicht richtig. Oder man muss vorher drücken. Anscheinend ja, man muss anscheinend vorher drücken. Dumm. Aber wenigstens nicht allzu lang. Ah. Ein Doggy. Der war im Sack drin? Und Moment, Roxas, das ist... Was? Es war nur ein Hund. Hast du ihn aus dem Sack gelassen, Roxas? Okay. Das erklärt eines der sieben Wunder. Mhm. You know, that last wonder wasn't exactly wonderful. I understand. Say no more. But this next one's gonna be really great. Wonder number six. We got another lead. The ghost train mystery. Everybody knows about wonder number six. Yeah, well, I didn't. Did you find out where the train runs? You can see it from Sunset Hill. Da waren wir gerade. Es sind so kleine Sachen, die ich an Spielen nicht mag, wenn die einen irgendwohin zurücksetzen. Aber egal. Darf ich mal anmerken, dass ich irgendwie so ein bisschen Mitleid mit Roxas habe. Und warum kann er diesen coolen Sprung eigentlich nicht immer? Schade. Vielleicht später. Weil er ist quasi hier gefangen. Er weiß ja so ziemlich auch schon, dass irgendwas hier nicht stimmt. Irgendwas. Irgendwie. Und, nun ja, dass er jetzt schon wieder der Dingens den Kristall verloren hat, dass er irgendwie nicht weiß, was hier abgeht, das ist irgendwie deprimierend für ihn, habe ich das Gefühl. Da tut mir halt so ein bisschen leid. If the rumors are true, it'll be here any minute. Or they say the train is empty. No driver, no conductor, no passengers, no return. We've got to make it to the beach next year. Yeah. We better get jobs the second vacation starts. Good afternoon, slackers. What are you doing out here? What do you care? I don't. Tell me anyway. We're waiting for the ghost train. Waiting for the ghost train. Why does looking at you always tick me off? I don't know. Maybe it's destiny. Destiny? In that case, let's be friends. I don't feel like cooperating with destiny. When have you ever cooperated with anything? Cypher! I know. Tomorrow. Look! It's really true. And there's really no one aboard. What's the catch? There's gotta be a catch, right? Then it's real? Let's go to the station.
Let's go in. What? You'll get hurt. Huh? The train will be arriving shortly. Come on. A train came from the beach. There was no driver, right? Let's go. Right? Let's go home and work on the paper. The rumors were bogus. The end. We can still make it sound good if we write about all the work we did. But what about the last one? The seventh wonder? Who cares? I do. Come on, Pence. Whatever. Roxas. It's at that haunted mansion. Also geht es ins Geisterhaus. Ja, das weiß ich. Okay, ganz viele Gerüchte. Ich würde mal sagen, da machen wir uns jetzt auf hin. Und ich sehe gerade auf die Zeit. Es wird wieder Zeit, die Folge zu beenden. Damit das etwas ungefähr passt. Die letzte war ja wieder etwas länger. Die wieder etwas kürzer. Ich versuche die mal so eine halbe Stunde lang zu machen. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Kingdom Hearts. Wo muss ich lang? Muss ich da lang? Kingdom Hearts 2 Final Mix. Was verkaufst du? Vergessen. Moment, was? Ich habe schon fertig mit Waffen für das Turnier, dass ich vergessen habe. Okay. Ja, aktuell nichts im Angebot. Ist okay. Also wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.